Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Landwirtschaftssimulator 2013 hier auf Westbridge Hills. Smirnoff ist noch da. Ja, servus. Dann haben wir den Swiss, der auch noch hier ist. Hallo. Und wir haben noch den Hidan. Hallo. Genau, so. Und wir machen jetzt hier ein bisschen, der Hidan springt schon auf dem Dach rum. Wir sind Wir jetzt von gerade Kram bei, rum. genau, wir sind jetzt gerade bei unserem Wald hier so ein bisschen zu lichten. Wie man sieht, ist der auch relativ groß. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen, wir wollen jetzt ganze Baumstämme verladen. Also wir wissen, dass das Swiss versucht gerade die Spitzen zu verladen, was jetzt aber auch ganz gut klappt eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Ja, wunderbar, der liegt doch perfekt. Und Hidan und ich werden jetzt die Baumstämme hier greifen. Ich habe, siehst du, ich habe drei genommen. Kriegst du die drei auch schon, Ich oder? habe auch schon drei. Da, Ah, sehr schön. Kuckuck. Ja, sehr gut. So, dann gehe ich mal eben die Krankammer rein. Oh, ich kippe um, ich kippe um, ich kippe um, ich Du kippe kippst um. um. Warte, warte. Ladehilfslinie, nein. Kann nur irgendwas ausfahren? Wirklich, ja. Nee. Mit dem MB-Truck nicht. Dann müssen wir versuchen, mal nach links rum zu schwenken. Wir uns ungefähr in dieselbe Richtung bewegen. Ja. Oh, jetzt. Ich muss vielleicht ein bisschen höher machen hier. Oh, wir kommen uns ein bisschen in die Quere mit Swiss gerade. Ich kippe. Aber ich habe ihn noch aus. Kampf der Hölzer, du hast es. Es sieht ein bisschen abenteuerlich aus, das Ganze. Soll ich vielleicht mal ein Stück vorfahren oder so? Warte ich mal ein bisschen zurück, ne? Nee, du kannst so bleiben eigentlich. Warte. Passt das? Ja, Okay. das passt. Ich muss noch ein Stück Versuch vorfahren. mal nach links rum zu schwenken irgendwie. Nach links rum zu schwenken, ja. Das ist rechts rum. Ja! Ja, noch ein Stück und komm. Du schaffst es. Und auch nicht. Jetzt habe ich den Truck geschwenkt. Vielleicht müssen wir einmal die Position tauschen. Warte mal. Oder ihr fahrt einfach nach hinten und ich fahre mit dem Truck unten drunter. Ja, das wäre natürlich noch besser. Smirnoff, stimmt. Okay. Ja, Welche warte. Richtung müssen wir jetzt fahren? Wir müssen jetzt einmal nach Richtung rechts. Feld. Richtung Feld müsst ihr fahren. Auf mich zu drehen. Irgendwie Warte, ich stand. vergesse immer, welche Richtung rückwärts bei mir ist. Ich vergesse das jedes Mal. Da ist rückwärts. Ja, warte, oh Gott, oh Gott, warte. Ich muss mal die Kamera switchen hier. Ah, wobei, so ist. Ich drehe dabei nochmal meine Fahrtrichtung. Ja. Like a boss. Man sieht's auch. Fantastisch. So, jetzt können wir versuchen. Oh, ich drück die schon. Irgendwie. Ach so, warte. Motor starten. Stimmt, den musst du auch starten. Irgendwas war doch Irgendwas da. war doch, den Motor starten. Boah, Alter, ey, gib doch nicht so Jetzt Gas. fährst du Jetzt. genau zwischen uns durch und dann können wir das reinschmeißen, solange wir noch gerade stehen. Ich glaube, wir müssen es ein bisschen höher heben, ne? Ihr wollt gerade sagen, Flo muss ein bisschen höher. So, jetzt Ja. versuch's mal durchzufahren. Wenn wir daneben schmeißen, ist es deine Schuld. Das sieht doch gut aus, ey. Ja, fahr weiter. Oh. Irgendwo Autsch. hänge ich angeblich an dir. Das sind Ja, wir ihr noch hängt schon am Hänger. nicht. Achso, dann müssen wir noch höher heben. Ja, aber da, ihr hängt schon am Hänger, das ist das Problem. Ah, scheiße, ey. Schönes Ding, ey. Mich etwa auch aufgeladen, kann das sein? Ja, ich kann euch beide jetzt mitziehen, das ist doch Käse, ist das. Warte, schwenkt mal nach links. Ah, warte, ich bin frei, ich bin frei. Juhu. Ich muss nur noch wieder auf den Rädern. Jetzt ist nur noch, jetzt hängst du noch hinten. Ja, Jawohl, okay. ist frei, perfekt, sehr schön. Ich Müssen muss wir nur dich noch. müssen höher halten einfach. Ja. Problem ist bei mir jedes Mal, wenn ich was lenke, Ich habe ich versuche plötzlich eine erstmal Sicht auf rauszukommen aus euch beiden. meinen Sandkasten im Wagen. Also, wir merken schon, Simulatoren sind nicht immer gleich Simulatoren, auch wenn sie nicht gerade. Also, das ist ja der Mod, muss man dazu sagen, ne? Der Force Mod. Trotz im Sägewerk, so wie wir sind. Ja. Ich Schön. mach mich da mal vom Acker, gell? Das ist ja schlimm mit euch. Geht mal runter von meinem Hänger. Also die Bäume sind beladen, wie ihr seht. Hat wunderbar funktioniert, ey. Versucht mal irgendwie mit dem Arm zu wackeln, dass ihr runterkommt oder sowas. Ja, ich versuche, ich, ja. Versuch mal zu schwenken. Ja, wir müssen vielleicht uns. Warte mal, halt mal kurz an, Smirnoff, bitte. So. Also erstmal haben wir ein bisschen Wurstsalat jetzt hier, ne? Also. Washed Salat. So.
Du machst dir da Baumstamm kuscheln, oder? Ja, die haben sich ganz so lieb, die Baumstämme hier. Aber man muss ja auch gleich 3 Baumstämme nehmen. Ja. Ich wollte. Einer kann ja jeder. Jetzt kannst du ihn runterziehen eigentlich. Zieh! Jawohl, ja, so. Zieh! Warte. Warte, ich versuche mich mal selbst abzudrücken. Ich fahr nochmal weg. Der ist aber auch schwer, der Kerl. Jetzt bin ich. So, jetzt hängen die Baumstämme aber im MB-Truck drin. Ah, herrlich, ey. So, jetzt muss ich mich nur noch aufrichten. So. So, jetzt 2. Versuch. Jetzt. Ja, warte, wir müssen die aber wirklich extrem hochhalten. Richtig hoch, Mann, das Ding. Aber stopp. Könnt ihr noch so ein bisschen drehen? Ja, kannst du nicht einfach ein bisschen komisch reinfahren? Ja, aber ihr seid, das der ist... So, jetzt, aber jetzt muss es doch klappen, wenn du jetzt hier durchfährst. So. Meinst du, wollen wir die ordentlich runterlegen und einfach oder aus dem Fahrer rausfallen lassen, während er durchfährt? Das ist zu nah am Flo, das ist das Problem, oder? Mal gucken. Flo, kannst du noch mal ein bisschen nach außen drücken? Ja, warte. So in etwa? Perfekt, ja, genau. Oh, nein. Jetzt. Okay. Warte. Bei mir sieht's gut aus. Ich sehe nur nicht, wie ich seitlich hänge. Du musst noch ein bisschen noch zu dir machen. Mir, warte. Zu dir ein bisschen ziehen. Perfekt. So, und noch ein bisschen wieder nach außen. Jawohl, bei dir passt. Flo ein bisschen nach außen. Jawohl, und loslassen alle. Ich hab losgelassen. Ja, ich habe gerade Richtung nur gelenkt. Oh, geil, ey. Geiler Scheiß, ey. Nochmal einen Schlag nachgeben. Bleib da, Drecksack. Ne, das ist unmöglich. Ich lenke nach oben mit der Maus, das Ding geht runter. Ja, muss die Maus invertieren. Ach. So, Anfänger. Jetzt holen wir die nächsten Baumstämme. Oh. Ja, fahr nochmal die Kralle ab hier. Wir sollten uns vielleicht jetzt dann doch so hin. Achso, nee, wir können die ja, stimmt, wir können die anheben und ist nur noch fett runter. Okay. Könntest du wieder nach vorne fahren, wie wir eben standen? Ja, guck mal hier, Swiss hat schon. Swiss hat. Bin ich im Weg, Smirnoff? Nö. Fleck. Warte, da gehe ich auf die andere Seite, dass er wieder zwischen uns beiden durchfahren kann, ne? Stimmt, ja. Wollen wir auch gleich wieder 3 Stück aufheben? Nee, diesmal nehmen wir 4. 4! Ach scheiße, ich vergesse, ich habe einen Kran ausgefahren, hier ist ja auch ein Baum. Ich glaube, 4 schaffen wir gar nicht. Nee. Doch, 4. Wir nehmen erst 2 Stapel übereinander. Ja, stimmt, das können wir eigentlich machen. Nein, das wird nur dann Chaos. Aber wollen wir jetzt 2 nehmen, nur, ne? Ja, 2. Lass uns mal die 2, wo ich jetzt hier gerade schon... Warte, ich muss erst mal die Kamera drehen, damit ich sehen, wo du bist. Ah gut, da bist du. Das wird nicht klappen, Flo, du bist zu nah dran. Ja. Da kann ich nicht drunter fahren. Ja, warte, dann fahr ich kurz ein Stück weg. Ja, lass uns die 2 äußeren, also die rechts von dir liegen jetzt, die ersten beiden von dir aus. Bauer Hieder, du bist wahrscheinlich. Die 2 bei mir, oder was? Ja. Ja, Bauer Hieder, du musst aber erst näher fahren, du bist zu weit weg. Warte, ich muss das mit Kamera ändern. Ich ruckel mich mal so langsam zum Baumstamm vor. Ich weiß auch nicht, was bei meiner Internetverbindung heute los ist, ja. Ja, wir kommen ja gleich, alles gut. Hier mit eurem süßen Autohupen. So, ich habe meine Beine gegriffen hier. Ach, den krummen wollt ihr haben? Okay. Ja, den haben wir jetzt beschlossen, dass wir die Beine jetzt nehmen erstmal. Also er hat beschlossen, ich muss... Du musst wir sind folgen. Ja, wir sind Kim Jong-Flo, ne? Hatten wir auch gesagt, oder? Wir hatten Kim Jong-Flo, nicht Kim Jong-Un, sondern Kim Jong-Flo, ne? Ist schon tief genug, ich sehe das gerade nicht. Nee, du musst noch weiter nach außen. Höher und raus. Ja, jetzt, genau. Also wir haben unseren Server neuerdings auch in Nordkorea umbenannt. Na? Boah, was ist jetzt los? Alter, es ist hier Machtsturz, ey. Putsch! Warte, ich versuch dich zu befreien. Wieso 2 siamesische Zwillinge, die beiden? Ja. Wie 2 verkrüppelte siamesische Zwillinge. Stimmt. An den Haaren zusammengewachsen. Ja. So. Jetzt aber, ne? Ja, das passt so. Perfekt. Bist du höher? Warte. Auf jeden Fall höher. Flo, du auch höher. Ja. Das war auch nicht. Jetzt werdet ihr immer krummer. Flo, wieder zurück. Ausgangsposition nach links. Nach links drehen, Flo. Ausgangsposition, Flo. Ja, dann kipp ich aber. Egal.
Ich bin Kim Jong Flo. Ja, ich dreh doch schon. So, baue hier dann nach rechts drehen. Und drücken. Von dir aus? Ja. Jawohl. Weiter. Alter, ich wurde hinterrücks erdolcht. Ich glaube, ich sollte erstmal aus den Bäumen da hinten raus. Ja. Das wird uns gleich eher herrlich. Also ich würde nur sagen, Bau hier dann lässt los, Flo fährt los. Ja. Go, go, Flo! Nee, Kim Jong. Gadget! Kim Jong Flo, vergesst das nicht, ne? Wir sind hier. Du darfst jetzt in den Wald rennen, das weißt du, oder? Ja, ich hänge hier am Baumstamm fest. Wir sind eben auch im nordkoreanischen Arbeitslager, ne? Nicht vergessen hier. Oh, ey. Warum fährst du über die Bäume drüber? Warum machst du sowas? Weil ich es kann. Warum machst du daraus ein Kreuz gerade? Warum liegt da Stroh? Willst du jetzt vielleicht da irgendwie jetzt gerade Jesus dranhängen oder was? Nein, es ist die Markierung für die Rakete, die dir gleich einschlagen wird. Ich muss nur mal kurz für 40 Tage weg. Ich komme dann gleich wieder. Bin nur mal Zigarettenmund. Ich muss noch einen Knopf drücken. So. Ja, fahr weiter. Ja, zieh ihn erstmal weg. Ja, das Beste, was du machen kannst. Ja. Erste Kreativ, was du heute schaffst. Ich mache auch ein Wheelie hier, ne? Wie man sehen kann. Jetzt bleibst du stehen, jetzt versuch die mal zusammenzuschieben, bis damit ich überhaupt greifen kann. Ja. Ich hoffe nicht, dass du gleich fliegst. Du kannst dich nicht zusammenschieben, weil er sich festhält wahrscheinlich. Ah, das war ein Versuch wert. Oh, Kamera, so. Ihr müsst schneller arbeiten. Wir machen zu viel Minus hier. Das ist in Nordkorea läuft das nicht so, ne? Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten noch. Ne? Nein, in Nordkorea wird es nur nicht gesagt, dass man Minus gemacht hat. Das traut sich keiner. Einfacher wäre es, wenn jetzt Flo einfach die Bäumstämme auf den Boden macht, kannst du sie besser packen. Ja, stimmt. War ich gerade auf der richtigen Höhe? Hör auf, dich zu bewegen. Das ist unfair. Kim Jong Flo kann auch cheaten, ne? So. So, Flo, Bau hier dann bleibt einfach so. Flo macht seinen Arm nach rechts. Nach rechts. Anderes rechts. Nee, so geht doch hier. So. Na gut. Du ziehst ihn halt wieder, das ist das Problem. Ja. So. Da mach ich nach rechts hier. Jetzt. Oh, Leute. Versuch mal hochzuheben. Ja, und jetzt hoch. Warte. Zeig, wie stolz du bist. Heb deinen Arm. Genau, perfekt. So bleiben. Ja, machen wir. Auf der Sautsee. Ich höre das ganz genau. Seh nur nix. Aber jetzt fallen lassen, sind wir denn los? Ja. Flo, du musst noch ein bisschen nach außen. Nach außen? Ja, nein. Das nach außen. Aus, ne? Einfach nach rechts, rechte Maustaste drücken. Jawohl. Jetzt baue hier dann noch ein bisschen nach außen. Was ist bei dir außen? Welche Richtung? Rechte Maustaste gedrückt und nach vorne schieben. Also das außen. Jawohl, da. Perfekt. Und loslassen beide. Vielleicht hätten wir sie ein bisschen tiefer legen sollen, aber naja, egal. Passt schon. So, und jetzt machen wir hier das X ein bisschen umbauen am besten, ne? Ja. Oh. Ich frage mich eigentlich, warum ich als Führer auch noch, also als Diktator auch noch arbeiten muss, ne? Du willst dem Volk kein Beispiel sein. Man fängt immer gleich an. Ja, richtig. Adolf hat auch als Gefreiter angefangen. Der hat als stümperhafter Künstler angefangen. Wollte ich gerade sagen, der war Künstler. Aber der Armee war auch Gefreiter. Also. Ah. Ja. So, wir haben jetzt erstmal hier nur einstammen. Ja, wir können auch den. Er könnte jetzt ja rückwärts ranfahren und dann können wir ihn draufschmeißen. Also den Baumstamm, nicht ihn. Was? Der ist auch ein bisschen krumm gebogen. Du sollst rückwärts hier rangefahren kommen, da können wir den Baumstamm. Nein, der Snack am Arm reicht für mich zum Abendbrot. Ne? Ja, stimmt, komm mal rückwärts rangefahren hier. Wenn du das kannst. Wie soll ich denn da hinfahren? Rückwärts. Da ist ein Baumstamm. Rückwärts. Da muss erst der Tim den Baumstamm wegziehen. Er kann doch vorwärts fahren, der Florian kommt auf uns zugefahren. Auf mich. Was? Ich komme auf dich zugefahren? Ja, damit er nicht über den Baumstamm fahren muss, der Arme. Ach so. Ja, dann muss ich hier beim Baumstamm rüberfahren. Fahr einfach bis zum Baumstamm. Ja, so bin ich. Weißt du? Passt doch alles. Nur noch. Muss mich nur noch einweisen, wie weit ich vor muss. Stopp! Stopp!
Kleines bisschen vor, weiter, weiter, oder? Upsala, falsche Richtung. Jetzt noch ein Stückchen vor. Bauhita, du musst mit dem rechten Arm wieder raus. So, passt. Nach vorne drücken, wieder. Den Arm nach vorne drücken. Nicht noch bewegen. Drin. Ah, bist drin. Ah ja, okay. Okay, dann loslassen. Jo, das ging jetzt mal fix. War also, ja auch nur einer. Ja. Das kann ja jeder. Stimmt, ey, drei kann nicht jeder. Jo. Guck mal, was das ist. Am Anfang sah das ja so professionell aus. Das stimmt, ey. Vor allen Dingen, das Schönste ist, ich kann nur noch nach rechts fahren, gell? Nach links fahren. Echt? Ja, weil der eine Baumfilm zu weit vorne ist. Das sieht aber auch, naja. Das sieht aber auch sehr gut aus. Ja! Das ist so bekloppt, ey. Alter, mal einsteigen, wer will. Noch mehr warten noch nicht. Und jetzt links herum. Die nächste Runde ist rückwärts, ey. Rückwärts nach links. Rechts geht hier nicht. Rechts ist ausgefallen, glaube ich. Komm, angeslidet. Gott, ich fahre lieber in Sicherheit, ey. Schieb einer mal diesen scheiß Baumstamm nach hinten. Ja, das, mach mal kurz wieder. Bitte. Was? Schieb mal kurz seinen Baumstamm nach hinten. Welchen? Sein Stamm. Der dicke Stamm, den musst du mal kurz bearbeiten. Der dicke hier. Alter, kannst du mal aufhören, über den Baumstamm rüberzufahren? Ich hier gerade greifen. Ich hab nur zur Seite geschoben. Ja. Die wollte ich gerade schön greifen. Ich war gerade in Position. Den wievielten Tag hintereinander machen wir jetzt minus? Mindestens einen dritten. Ja. Ich glaub, den musst du greifen. Ja, ich hab nur geguckt, ob ich ihn vielleicht schieben kann. So, ups. Mal, lassen. Will nicht. Aber es hat sich ein bisschen bewegt, das Ding. Probier mal, ob du jetzt nach rechts fahren kannst. Nee, das ist immer noch zu weit, das sehe ich jetzt schon. Ja, warte mal, dann helfe ich ihm nochmal. Probier's nochmal. Sonst packe ich den auch nochmal eben an bei mir auf der anderen Seite. Vielleicht oder ich kann doch einfach mal versuchen, von hinten zu ziehen, anstatt dass ich ihn schiebe. Der hat ja ganz rechts so einzeln weglegt, hinten. Ach der, ja, ich sehe ihn schon. Da ist so ein ganz einzelner, den musst du mal versuchen, ob du ihn ziehen kannst. Ja, Moment. Ja, jetzt ist er locker. Jetzt könnten wir auf jeden Fall schieben. Er hat ihn gerade. Versuch mal ein Stückchen zu ziehen. Ja? Ja, das reicht schon. Perfekt. Optimal. Siehst du, da muss erst Kim Jong-Flo erst kommen und das ganze Ding hier ins Laufen bringen, ne? Dafür werdet ihr nachher alle erschossen. Bei Bahn für Marzipan. Kommt noch ein Baum schon mal, also fahr nicht zu weit weg, ja? Ich stelle mich dann hier hinter dem Baum schon. Beziehungsweise auf die Seite hier. Jo. Sollten wir öfter so machen. Also. Ja, das klappt besser. Ja. Besser als gestern auf jeden Fall. Ey, gestern das war das Training. Ja, stimmt. Das Camp. Das Arbeitscamp, das Arbeitslager. Das Arbeitslager. Nein, wir nennen es Sportcamp, ja. Ausbildungslager. Ausbildungslager, genau. So nennen wir das. So. So, jetzt muss er nur noch irgendwie drunter fahren. Warte. Wo ist er denn überhaupt? Ach, da. Ja, komm. Jawohl, bleib genau so bleiben. Ja. Kann ich mir genau gerade runterfahren. Ups. Warte, ich fahr zurück. Warte. Nee, bleib ruhig stehen. Das ist immer das Lustige an dem Auto. Immer wenn ich rückwärts fahre, fährt er erstmal vorwärts. Weiter. Nein, ein Stückchen zurück, ich kann dich nicht mehr schlagen. Warte, halt, so bleiben, noch ein Stück vor. Oh, das ist zurück. So, jetzt kann er absetzen. Ja, warte, das dann kannst du aber bestimmt gleich wieder nicht lenken. Deshalb sind erstmal ein Stück runtersetzen hier noch. Ich sehe gerade nicht, wo ich hinkomme. Ja, das passt so. Ihr seid beide noch. Ja gut, der Flo muss wieder zurück machen. Jetzt beide absetzen. So. Sehr gut. Dann probier mal zu fahren, ob alles funktioniert. Oh, es kitzelt am Arsch ein bisschen, aber sonst. Folgen wir immer, oder? Ja, Swiss, du kannst uns auch gleich folgen dann. Wir fahren jetzt zum Sägewerk. Ja, ich fahre ihm hinterher. Ja, na, hier müssen wir erst, wenn der herkommt. Ach, wollte ich gerade sagen, wie ich den Anhänger sehe, muss er wirklich erst weiter fahren können. Ja. So, erstmal ein Kran hier einstellen.
So, jetzt gucken wir uns den Wald nochmal schön an hier, am Vorbeifahren. Das ist ein herrliches Bild, finde ich, hier. Ich muss dazu sagen, wir haben ihn selbst gepflanzt auf Westbridge Hills hier. Ich weiß nicht, wie viele Bäume sind das? 1000 oder so? Warte, das können wir sogar in der Statistik. 1020. 1020 waren es und jetzt sind es noch. Oh, warte mal. 1019. 1019? Nein, kann nicht sein. Vielleicht 1000. 993 sind es noch. Oh, siehst du. Alle per Hand gepflanzt, ne? Beziehungsweise mit der Pflanzmaschine. Per Hand gepflanzt, mit der Pflanzmaschine. Ja, der fleißige Pepe hinten auf unserem Anhängern. Stimmt, ey. Da haben wir gleich in Massen angestellt. Ja, aber das lief echt ganz gut. Also zu dritt macht das Baumpflanzen richtig Spaß. Wir hatten, glaube ich, 60 Boxen hatten wir, ne? Mit Setzling. Ja, ich glaube, 60 Stück haben wir gekauft. Ja, 60 Setzling hatten wir. Also 60 Paletten Setzling hatten wir gekauft. Nieder ja. Mit dem Tempolimit, überfahrt die Schilder. Ihr wisst aber schon, dass 55 Meilen umgerechnet 80 km/h sind? Richtig. Was? Ja. Das ist ja, wir sind ja, Westbridge Shields ist ja eine US- oder eine amerikanische Map. Deswegen passt es ja, weil ich ja eh 80 fahre mit dem LKW. Richtig. Na, was hast du gemacht, Smirnoff? Es hat mal wieder geleckt, der böse Server ist dann schuld. Ja. Immer war es der Server. Ach, wisst ihr, was wir vergessen haben? Was? Den Hänger. Ein Gillibert, ja, der muss noch schnell geholt werden. Ich hol ihn mal eben. Kann ich bei mir ranhängen? Ist hier überhaupt richtig? Das ist ja, folgt man einmal ein Gym und dann ist man falsch abgebogen. Ich hab bummt, geht nicht. Ich bin auch ein bisschen zu weit gefahren. Ich hab's mitgekriegt, nur ich hab die Kurve nicht mehr gekriegt. Oh, da kommt der Gym hochgefahren. Wow. So. Geronimo! Ist überhaupt alles. Ja, richtig eingefahren ist er. So, dann holen wir den schönen Gilbert-Truck nochmal ab. Ja, wir sind gleich am Hof. Die Schrank hat mich. Wieso hängen beim Händler hier eigentlich irgendwelche AfD-Ballons an? Die sind doch auch mal so rot-weiß, ne? Ja. Du kannst echt so stehen bleiben mit deinem Truck. Ja, ich weiß, die fallen ja extra so hin. Aber nicht, dass es gleich vom LKW runtergezerrt wird und du hinterher. Ja, genau, der LKW komplett winzig. Kommt so eine kleine Metall- und Brotbüchse hinten raus. Ein bisschen rot gefärbt wahrscheinlich. Ja, jetzt müssen wir nur warten, bis der Gilbert da ist. Das dürfen wir nicht reinmachen. Ja, ich bring nur den Kran schon mal in Position. Mehr nicht. Den muss ich erstmal noch kurz finden hier auf dem Hof. Was passt das? Der Anhänger direkt über das Sägewerk drüber geht. Das ist ideal. Da ist der Gilbert. Dann hängen wir ihn nochmal eben ran hier. Und jetzt mein kräftiges Gebrüll. Seid ihr gerade am Hupen? Ah, oder? Die Hupe ist so schön im neuen Teil. Hast du die schon mal gehört? Die hört sich echt klasse an. Wie eine Hupe? So. Ja, die Hupe. LS 15. Klasse. Gern. Ah, bis der LKW hier ist, bin ich mal kurz AFK. Ja, ich hole ihn jetzt eben, dann sind wir eh gleich fertig. Ja, das dauert nur 3-5 Minuten. Ja, alles gut. Ich bin ja, brauche noch 3-5 Minuten, um hochzufahren. Wann das wieder? So. Ich hätte mal gewusst, dass ich hier nicht wenden kann. Dann wäre ganz gut gewesen. So, jetzt bin ich auch raus. Jetzt muss ich den langen Weg um den Hof fahren. Aber der Gilbert kommt. Ich darf Gilbert? Heißt er nicht Gilibert? Mach ich doch. Hab ich Gilbert gesagt? Ja. Entschuldigung, ich meine natürlich Gilibert. Gilbert der Seemann war das, ja. So. Was heißt eigentlich Farm Use Not For Hire übersetzt auf Deutsch? Da bin ich wieder. Farm Use Not For Hire, das ist für den Farmgebrauch nicht für Höheres. Nee, Hire heißt ja Hire geschrieben. Also ja, das ist ja im Prinzip anstellen, also du wenn du jemanden hirest, also dann stellst du jemanden an zum Arbeiten.
Weil das steht auf dem Truck hier, weißt du? Ach, okay. Delizatoms Farms und dann Farm Use Not For Hire. Okay. Nur für die Farmgebrauch. Wo steht denn das? Hier, auf dem Lastwagen an der Türe. Siehst du das? Komm ein bisschen näher, dann mach mal die Tür auf. So, ja, also, dass er halt nur für Farm ist und dass du nirgendwo anders dafür anmieten kannst. Na, guck mal, der hat 567 PS. Das ist ein geiles Teil. So, also wir müssen ja nochmal erklären, warum wir jetzt überhaupt den Hänger hier ranfahren. Machen wir ja im Prinzip, um Hackschnitzel zu bekommen, ne? Richtig. Weil das Sägewerk ist so nett zu uns. Wenn wir nämlich die Stämme hinbringen, das Häckselgut, was da anfällt, das können wir dann gleich im Blockheizkraftwerk, die da hinten stehen, verfeuern. Und kriegen dafür auch noch Geld. Und kriegen dafür auch noch Geld, genau. Ja. Was wir dringend brauchen, weil wir haben ja kein... Noch ein Stück zurück. Ja, Moment. Weiter, stopp! Ja, gut. Ich guck mal, ob ich die einzelnen runterziehen kann, schon was. Von den einzelnen Stämmen, von den kleinen, meinst du? Ja, da steht doch schon fast dran, deswegen. Ach, ja, der ist extrem gut geparkt, das stimmt. Ich hab mich auch eingewiesen. Da siehst du mal wieder, wer hier der LKW-Fahrer ist. Genau, derjenige, der ihn eingewiesen hat. Wer hier der LKW-Führerschein hat. Wow! Was ist das denn jetzt gewesen? Ich hab nur zugegriffen, mehr nicht. Boah, was er mit mir anstellt, ich armer Kerl hier. Was war das denn? Ja, ist so gleich drin im Sägewerk. Kannst du noch rückwärts fahren? Ich bin weg, lass mich. Ich mache noch nicht mal was, ich habe mich nicht einen Millimeter bewegt. Unglaublich, der Kerl. Ja, ich merke das schon. Ich wollte nur meinen großen für Kim Jong-Flo gefallen und alle auf einmal rein tun. Ja, Kim Jong-Flo ist nicht so begeistert jetzt gerade. Aber fahr den Truck noch mal ein Stück vor nochmal. Das ist eigentlich auch eine geile Idee, die du gerade hast. Klappt das? Na klar. Dann mach weiter. Hast du mir jetzt die Kettensäge geklaut oder wie? Ja, aber das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad, ne? Oh! Oh! Ja, der zieht sich die. Das mach ich das einfach mal los. Du, das machst du schon gut. Ey, der zieht sich die alle rein. Naja, das alles. Der zieht sich alle durch. Der zieht sich die einfach durch die Nase, ey. Ja, schön, ey. Voll das Junkie-Sägewerk, ey. Ja, das ist hungrig, das alles rein. Das ist gut zu wissen, dann brauche ich in Zukunft ja nicht mehr so viele Mitarbeiter. Jetzt ein und paar schon sind die Erschießungen für den nächsten Tag gebucht. Kannst, aber ja. Da hängen noch links zwei unten runter. Also es wäre schön, wenn ihr... Lass mal erstmal die rausziehen, die es von alleine schaffen, dann können wir immer noch nachhelfen. Ja, also es wäre schön, wenn ihr morgen früh um 10 Uhr auf dem Exerzierplatz stehen würdet, ne? Das ist ja schon mal ganz. Und bringt am besten so ein paar Tücher. Ach, jetzt erzieht schon. Sonst spritzt das zu sehr nachher. Jeder bringt seine eigene Kugeln auch noch mit. Genau. Die müssen heute Abend noch angefertigt werden. Ja, hat doch ein Blockheizkraftwerk, da können wir dir gießen. Haben wir genug Feuer. Stimmt, die Hitze dürfte auch da sein, ja. Gute Maßnahme, da können wir das Blockheizkraftwerk gleich sinnvoll nutzen. Ich meine, wozu brauchen wir denn Heizkraft, ne? Also, oder beziehungsweise. Wo keine Menschen, du keine Heizkraft brauchst. Nee, richtig. Und selbst mit den Menschen ist das nicht so relevant. Ah. So. Das sind die letzten beiden Stämme, glaube ich, ne? Ja. Hab ich getroffen? Ja. Hast du hier noch ein bisschen nachgeholfen nochmal? Da haben wir den einen abgerissen. Ja. Nein, das ist der von meinen hängen geblieben ist. Nein, guck mal, der eine. Den haben wir. Oh, den müssen wir abschneiden. Oh. Gibt sonst. Warte mal, bevor du den abwirfst, der hat sonst einen riesengroßen Bug. Wo? Hier. Den du gerade hältst, der hängt da so der schräg. Hängt hier noch gerade. Den haben wir abgerissen. Geil. What the fuck? Ja, wir brauchen keine Kettensäge mehr. Mit brachialer Gewalt abreißen, passt ja. Schon. So, warte. Soll ich ein Stück zurückfahren? Ich fahr mal ein Stück zurück hier. Müsst nur hochheben, dann kann ich wieder dran fahren.
So etwa, ja, so, das sieht doch gut aus hier. Warte. Ach, du hast den hinten festgehalten gehabt. So. Passt doch. Ja, jetzt zieh den rein. Komm, schneller. Ich hab schon wieder ein bisschen geschubst. Ja, du musst den hinten hochheben. Alter, das ist das schnellste Sägekraftwerk der Welt, ey. Und es steht in Nordkorea. Es steht, genau. Wenn er sich einfach alle daneben greift. Ich hab nicht daneben gegriffen. Ich vergesse noch immer wieder, dass ich nach unten lenken muss, um nach oben zu heben. Ich hab einen ganz fetten an der Angel. Ich hab einen ganz fetten an der Angel. Hast du Kimi und Flo an der Angel, oder was? Du scheiß Baumstamm, lass los. Na, also geh doch. Geh doch nur weg hier. Ja, warte. Sieht mich schon wieder hinterher. Ach, mir ist geil, ich fahr jetzt heim, doch. Es sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Das sieht aus, als wenn ich angeln würde und gegen Fisch kämpfe. Alter. Könntest du jetzt mal aufhören, in irgendeine Richtung zu fahren? Ich habe eine Platzangst in dem Ding. Du steigst ja wieder meinen Truck, das ist ja ganz schlimm mit dir. Sag mal, was macht ihr denn da? Ich hab Angst vor ihm, der besteigt mich. Er will doch nur den Stamm haben. Ja, sagst du. Er will nur lustige Dinge haben. Ich will doch nur deinen Stamm. Guck mal, was der da macht. Der will nur einen Stamm haben, ja. Der will nur spielen, gell? Ja, da bin ich. Sag mal, ist das jetzt die Abschlussanlage, die du dir wegfährst? Sag mal, was? Kannst du gleich mal mit dem Baumstamm wieder zurückkommen? Wir wollen ihn. Kann mich erstmal der Zaun irgendwie loslassen? Oh mein Gott, mit euch was. Mach doch den Kran aus dem Geführerhaus raus. Ich sehe ja nicht, wo der Kran ist, das ist ja das Problem. Hey, wie bist du hier hingekommen? Jetzt denkst du, ich versuche mich nochmal neu zu befreien. Auf ein neues. Jetzt bist du frei. Ja. So, kannst du mal über die Abschlussvorrichtung jetzt, also unsere getarnte Holzabschlussvorrichtung. Wir wollen jetzt häckseln. Ja, ich fahr rückwärts, Achtung. Mach mal Platz. Swiss, du kannst schon mal den anderen Hänger mit den Spitzen kannst du schon mal holen. Ich habe Angst, in die Nähe von euch mit dem Traktor zu kommen. So, holt euch das Teil, ich will weg hier. Stell dir einfach vor, dass zwischen uns und dir Berge sind. Dann brauchst du nicht so viel Angst haben. Habt ihr jetzt bald? Lauf zu wackeln. Ich komm nicht ran. Oh. Juhu, ja. Ich kann weg. Ja, du kannst den LKW jetzt parken. Und tanken vor. Und Feierabend machen danach. Auch vor tanken. Ach verdammt, wir hatten das Schild hier hingestellt. Welches Schild? Manu. Bist du klopft gehen, damit der Kran aufhört zu wackeln. So, Moment. Oh. Geht dir gerade genauso wie mir, dass er mal wegrollt? Ja. Jetzt hab ich ihn. Ha! Der trollt euch. Warte, ich heb ihn auch gleich. Oh. Boah! Warte, ich komm ihm hingefahren. Oder kriegst du ihn so reingezogen? Nee. Nee. Nee, warte, dann komm ich eben kurz. Oder? Oh. Jetzt ärgert dich. Ich komme nicht zu nah. Ich verdresch dich, wenn es sein muss. Oh Mann, ey. Herrlich, ey. Dieser Forstmod macht, macht, was er will. Der macht, was er will, ja. Man könnte sagen, der Forstmod ist ein Witz, Witz, ne? Aber... So. Komm schon, du schaffst das. Denk einfach, oh mein Gott. Gib's auf, ich kündige. Hier gibt's nichts zu kündigen, wir sind in Nordkorea. Kündigungsfrist. Obwohl ich stehe, ist die Tachonadel auf 50 mp festgesetzt. Okay. Also, die ist irgendwie festgetackert worden. Ja. Ich habe jetzt auch eine Lanze hier. Ich versuche jetzt die Lanze jetzt einfach mal reinzuschieben hier. Nee. Dann heißt es ab sofort Sir Lanceflott. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Der ist drauf. Los, lass los. Was? Der ist drauf?
Ja, der ist drauf, lass los. Oh, nee. Ist wieder runtergefallen. Siehst du? Der ist drauf, oh, runtergefallen. Oh, Computer sagt nein. Scheiße, jetzt hab ich ihn weggekickt. Warte mal. Mann, ey, das gibt's doch nicht, ey. Wir haben schon wieder Überlänge, ne? Sei der Kran. Ja, das sind ja auch Bäume. Nein, ich meine, unsere Folge hat schon wieder Überlänge. Oh, ein bisschen. Nee, das mache ich sehr. Der ist steif, der Baum. Der ist steif wie Brokkoli hier. So. Jetzt musst du anheben. Oder soll ich helfen? Oh, wow, das war zu hoch. Oh, das war knapp. Ja, warte. Das war auch daneben. Weißt du, das hier ist mal meine Kamera auf ruhig spielt, wenn der Baumstamm in meine Nähe kommt. Das kann ich verstehen. So, warte. Ah. Kennst du mich sagen, was in dem Jim Fahrhaus auf den Tanks steht, die da drinnen stehen im Fahrhaus? Ich hab ihn! Lass los! Was? Du sollst loslassen, der liegt gerade da drauf. Nee, der fällt gleich wieder runter. Versuch's einfach mal. Glaub an den Baum. Oh, ja. Und jetzt mit Speed rein. Ja! Er hat's geschafft. Nein! Jetzt kommen die roten Späne hinten runter. So, mal gucken. Ach, du hast den Ertrag weggezogen. Mal gucken. War ungefähr 60-70%, würde ich sagen. Ja, wir haben ja hier noch die Spitzen. Oh ja. Doch, damit gibt's gutes Geld dafür. Spitzen? Spitzen, ja. Spitzen schneiden einmal. Jetzt werden die Spitzen geschnitten, so. Wo sind denn die Spitzen überhaupt? Ja, ich fahr sie mal ran. Ach so, ja, sehr gut. Müsste eigentlich passen, wenn ich den hier so hinstelle, ja. Weil du brauchst ja nur noch einen dafür. Normalerweise. Ich hab die mit der Zange festgemacht, weißt du? Du musst zuerst die Zange lösen. Nimm die Zange und hol die einfach, pack die einfach rüber jetzt 1:1. Oh, warte mal, ich fahr mal ein Stück zurück. Ja, die passen noch rein da jetzt alle. Warte mal, ich muss jetzt mal die Kamerastellung ändern. So. Oh. Nee. Oh, ich kann nicht weiter meinen Kran drehen, fuck. Ey, Volltreffer, ey. Voll ins Schwarze. Ja, alle drauf da. Hast du alles? Ja, das war ein sehr guter Wurf. Ach, nee. Nicht so sehr. Der wird davon abhängig sonst. So. Guck mal, der steht zu quälen. Ja, der ist... Das ist ein Kämpfer, eindeutig. Der ist widerspenstig, ja. Der letzte Baumspitze, die letzte Baumspitze. So, warte. Ach, Mist. Ja, säg mal durch, vielleicht klappt das. Nee. Ja, du musst nur hier drüben festhalten. Dann kann ich ihn hier durchsägen. Warte. Hilfe! Mein Ohr! Brauchst du eh nicht. Ich komm nicht weiter. Warte. Nee, ich krieg die doch nicht. Doch, die hier oben ein bisschen drehen. Oh, oh lol. So in etwa? Runter, jawohl, hast du. Und loslassen. Nee, ja. Nicht loslassen. Doch. Na, okay, gerade noch so. Ja, hat gerade so geklappt. Sehr schön. So, dann machen wir den leichten Hackschnitzel warm ab. Mal gucken, wie viel drin ist. Oh. Ich bin gegen dich gefahren. Ah, verdammt. Rettet mich. Ich habe mich selbst aufgespießt. Warte, ich werde den Breakdance-Modus aktivieren müssen. Ich wollte gerade sagen, ja. Oh, ja, du bist auch gut geflogen. Ja, bist wieder weiter reingeflogen. Aber ich bin von dem einen Stab runter. Ja, auf den nächsten rauf. Willst du wissen, wie der Breakdance-Modus angeht? Ich weiß schon, wie der angeht. Also, gut. Smirnoff weiß das sehr gut. 52% hat er. Hilibert. Sieht auch mehr aus. Ja, aber es sind. Na, dann kippen wir rüber, damit wir endlich Plus machen heute. Meinst du, wir machen heute noch Plus? Wir sind nur bei 2000 Minus bei mir jedenfalls. Ja, warte mal. Finanzen. Gesamt minus 1,9 Millionen. Ja, gesamt, aber ich rede von heute. Ja. Finanzen heute, neue Fahrt. Weißt du nicht, dass das ein paar Millionen sind, die wir jetzt da wegkippen?
Bier kostet. Gibst du überhaupt rein? Ich krieg kein Geld. Ja, es wird nach 24 Stunden erst gut geschrieben. 50% hat er jetzt. Neue Fahrzeuge 1,1 Millionen. Hier kosten 220.000. Betriebliche Fahrzeuge 9.000. Betriebskostengebäude 500. Lohnzahlung 10.000. Geht doch was von Benzin, ne? Einnahmen an Ernte 3.300. Sonstige Kosten minus 550.000. Gesamt minus 1.900. Da waren wir ja gestern richtig fleißig, wenn wir eine Lohnzahlung von 2 Euro nur hatten. Ja. Ja. So, dann schaffen wir mal die Maschinen du, weg und tanken. Wenn du den, ersten Tag anguckst, hast du nur minus 9.000 gehabt. Da ging es ja noch. Und dann wurden wir größenwahnsinnig. Ja, minus 9.000, dann minus 460.000 und jetzt minus 1,9 Millionen. Wir steigern. Das passt eigentlich jetzt wirklich gut, der Name. Wir haben einen größenwahnsinnigen Einkäufer. Ja, stimmt. Wir machen alles, was größenwahnsinnig ist, machen wir. Den Server verlassen. Nein, stimmt gar nicht. Quatsch. Klar. Nee. Klar. Das hast du wenigstens getankt vorher? Ich habe den LKW weggestellt und getankt, ja. Ja, dann verabschieden wir uns für diese Folge. Wir verabschieden uns. Vielen Dank für die Mühe, die ihr uns gemacht habt. Ja. Ja. Kim Jong Flo bedankt sich. Und immer fleißig weiterarbeiten, ne? So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ja.